Es gibt einige Dinge, die du für mich erledigen musst. Dinge, die du nicht verstehen wirst und die, die du nicht verstehen willst. Aber bitte, begehe nicht dieselben Fehler wie einst ich. Mein Vater Howard verließ mich, bevor ich geboren wurde. Als meine Mutter starb und ich kurz nach ihrer Beerdigung einen Brief erhielt, schien mein Schicksal besiegelt. Blind tat ich das, was zu tun ich als richtig glaubte. Aber dies alles war ein Trugschluss. Des Menschen Natur besiegelt mein Untergang. Mein Name ist Philipp. Wenn wir Glück haben, dann bin ich bereits tot, während du diesen Brief liest. Doch wenn das Schicksal zuschlägt, dann gehen wir alle zugrunde. Fictional Games presents Weiß auf Weiß. Und ja, das ist ein Bug in meinem Spiel. Hier ist wieder euer Playoff-Track. Und wir spielen nicht einfach nur einen weißen Balken, nein, wir spielen Penumbra, Overtüre. Es soll angeblich auch sehr gruselig sein, nämlich von Amnesia. Es ist von denselben Machern von Amnesia. Aber diesmal bin ich nicht ganz alleine und vielleicht habt ihr es sogar schon gehört, dass ich bin auch nicht zu Hause. Ich bin bei einem Kollegen von mir, um eine Aufnahme zu machen und stelle ich. Hi, ich bin der Christoph. Auch zu den 1000 bei YouTube, aber er will es wieder. Für deinen reicht. Okay. Nein, nur dich selber. Okay, ohne Leid auszuschwafeln, werden wir starten mit den normalen Spielen. Ganz einfach gesagt, oder? Mutig, mutig. Ach, Quatsch. Meine Geschichte beginnt im Februar 2000. Oh, also 12 Jahre. Haha, schön. Gute Sache. Soweit es mich betrifft, werde ich nicht dieselben Fehler machen, die mein Vater machte. Howard hat meine Mutter lange Zeit vor meiner Geburt verlassen. Als ich also seinen Brief kurz nach Mutters Beerdigung erhielt, konnte ich gar nicht lesen. Er ist tot und Brief aus dem Jenseits zu schreiben scheint wohl eine vererbte Gewohnheit von unserer Familie. Ey, das kann ich so schnell nicht lesen. Der Brief beinhaltet einen Schlüssel, einige Anweisungen und die Bitte um Vergebung. Er blickte den Tod schon wohl seit längerer Zeit ins Auge und erwartete jeden Tag. Ohne weitere Erklärung deutlich, dass ich dieses hier nicht lesen kann. Macht Pause und lest es bitte selbst. Ich werde es gleich auch machen. Da bringt ja nichts, wenn ich jetzt nur hinterher lese. Meine Güte, ey. So schnell kann man ja gar nicht lesen. Vor allem sehe ich nur so einen Teil des Bildschirms. Beschwere ich mich bei den Zuschauern, beschwere ich bei den Machern. Ja gut, ich beschwere mich bei den Zuschauern. Bei den Machern. Nicht bei den Zuschauern. Bringt eh nichts. Zuschauer können ja nichts dafür. Richtig. Ja. Jetzt geht der Prolog weiter. Ich habe sowieso schon die Hälfte nicht gelesen, was ich mit dir unterhalte. Aber es sollte nicht so schlimm sein. Ich denke mal, ich werde trotzdem genug von der Story mitkriegen. Also, Physik und Logistik, ja. Dafür ist das ja bekannt. Da war Amnesia schon viel bekannt für. Das habe ich jetzt gerade noch aufgeschnappt. Also, soweit ich weiß, ist Philipp halt auf der Suche nach seinem Vater. Und geht dafür in die Antarktis und dort landet er in einer Mine, wie wir gleich sehen werden. Mehr weiß ich aber auch nicht. Das Spiel ist für mich auch blind. Ich kenne dieses Spiel nicht. Bis auf, naja, wie bei Amnesia, ich habe mir ein Let's Play angeguckt, aber bei Amnesia hat das mit den Gruseln auch gut funktioniert. Oh ja, das hat es. Oh ja. Ich gehe nie wieder etwas, da warte ich nur dazu. Patsch, patsch, patsch. Laden. Bitte warten. Wuhu, Ladebildschirm. Episch. Please hold the line. Tu ich. Ganz fest. Tut mir leid, Line ist aus. Schade. Dann nehme ich den Whisky, der da steht, okay? Klar. Endlich, wir haben fast angelegt. Ich packe besser ein paar Sachen zusammen. Nützliche Dinge kann man mit Maus links aufnehmen und mit genauer betrachten Maus rechts. Alles klar, ich nehme wirklich den Whisky. Okay, ich kann mir den jetzt genauer betrachten mit rechts Mausklick. Also beim Amnesia war es mit rechts Mausklick werfen. Ah, so viel zum genauer betrachten. Jetzt hast du den Whisky gekriegt. Ich hab nichts mehr zum Laufen, nein! Aber ist dir aufgefallen? Das ist eine Schleichwerbung. Das war ein Jack Daniels. Das ist ein Jack Daniels. Kehrt,
Ah, genau, bis 860, wenn man es noch nicht aufbaut. Ah, das sollte man vielleicht auch mal wissen. Das haben wir mal früh, ne? Ja. Da rollt eine Dose auf dem Boden rum. Roll. Ich will nicht in die Aufnahme. Tschüss. Ach, da kommt sie wieder. Leute. So schön. Ich bin mir sicher, dass diese Grazie bereits seit einem Jahrzehnt veraltet ist. Aber die Landschaft verändert sich nicht allzu schnell in solchen Orten wie Grönland. Deshalb werde ich mich schon hier zurechtfinden. Ja. Sehr nützlich, so ein Notizbuch. Wink mit Zaunfall. Das, indem man wichtige Informationen schreiben kann. Ja, kann man. Sollte man tun. Mache ich auch. Ich glaube, ich habe meine Taschenlampe in meine Schublade neben dem Bett gelegt. Dies kann ich öffnen, indem ich die Maus links benutze und die Maustaste gedrückt halte und die Maus dabei bewege. Schön, dass das Tutorial erklärt wird. Nein, finde ich aber wirklich gut. Okay, wo sind wir eigentlich? Ich würde sagen, in einem Kajüte. Schiff? Ja, in der Kajüte. Und ich habe einen Stuhl. Wuhu! Stirbstuhl! Wir haben Stühle. Und da ist eine Hose. Ja, das war die das im Lift gerollt ist. Dankeschön. Kann ich den nehmen? Ja, kannst du. Hey, da ist mein Bett, ne? Ja, das ist Bett. Da ist mein Bett. Da ist mein Bett, ja, ich bin raus. Ey. Tja, warum will ich denn da hängen? Ein Playboy-Poster, schön, dass sich hier einige Dinge niemals ändern werden. Ja, Daniel. Ja. Ach nee, ich sag Philipp, nicht Daniel. Nicht Daniel, nein. Ja, Philipp. Daniel war nicht so pervers. Nee, das stimmt. Der hätte sich jetzt bei den Mädchen in der Ecke zusammengerollt und geschrieben. Ja. Mein liebster Erik, ich schreibe dir diese Zeilen, bevor du wieder die Segel setzt und mich erneut allein lässt. In der Kiste am Fußende deines Bettes liegt etwas, das dich an mich erinnern soll. Ich verstehe immer noch nicht, weshalb ihr auf dem Schiff nur ein Bett habt und abwechselnd in Schichten schlafen musst. Aha, und darum hängt es ja auch da, ne? Damit die anderen Matrosen dann da bänden und schön papp. Ja. So werdet ihr auf lange Sicht keine Erholung finden. Aber was weiß die Frau eines Fischers schon von rauen Leben auf See? Ich werde jede Nacht ein Gebet für dich sprechen und hoffen, dass du bald genug gefangen hast, um wieder zu mir zurückzukehren. Bitte bleib nicht wieder 5 Wochen weg, wie das letzte Mal. Ich weiß, ich kann eine Nervensäge sein, aber ich liebe dich. Deine Latzlose habe ich für dich gewaschen, auch wenn das keinen Sinn für dich macht. Deine Latzlosen habe ich für dich gewaschen, auch wenn das keinen Sinn zu machen scheint. Du wirst sie sicher schon bald alle mit öligen Fischinnereien beschmutzen. Lecker. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die Henrikors? Die Henrikors aus dem Dorf wollten wissen, ob du ihnen ein paar Forellen mitbringen könntest. Ich sagte ihnen, dass normalerweise momentan keine Saison für Forellen ist. Falls du doch welche fangen solltest, behalte sie und leg sie auf Eis. Ich werde sie nach deiner Ankunft lecker zubereiten um deine Rückkehrgebühren zu feiern. Der Captain braucht dann und wann eine kleine Sonderbehandlung, um bei Laune gehalten zu werden, nicht wahr? Pass auf dich auf, mein Schatz. Ja, Sonderbehandlung. Jetzt, klar. Oh, da ist schon wieder Flasche. Jim Beam. Lecker. Du bist Jim Beam, glaube ich, das ist, oder? Jack Daniels. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Schleichwerbung hier. Aber schön, dass ich das mit dem Mausrad so weit weg. Na dann. Aber wie kann ich das drehen? Das konnte man bei Amnesia auch mal. Ich glaube, das konnte man mit Tee. Nee, mit Tee kann man das nicht. Ich denke mal, es wird mir irgendwann nochmal erklärt. Jetzt ist Yo-Ho, der Buddel von Jim Beam. Jack Daniels war es. Deswegen ist er auch an der Wand geflogen. Das konnte sich Jack Daniels nicht erlauben. Da ist die Taschenlampe. Hopp. Die Taschenlampe kann mich über das Inventar ein- und ausschalten. Oder mit Hilfe der Eingabe schießen. Wo ist denn der Leuchter? Man muss eigentlich noch im Spind sein. Und der Schlüssel befindet sich in meinem Inventar. Alles klar, also mit
11. Können wir jetzt eine Taschenlampe? Wir haben eine Taschenlampe und das ist noch hell. Ist es das nicht toll? So, mit Tab, das können wir ja schon. Doppelklick und dann noch das, was wir anwenden wollen. Tür aufmachen. Oh, Batterien. Die. Nee. Der Stuhl steht im Weg. Du scheiß Stuhl. Geh weg, geh kacken. Mit. Ah, einiges zusätzliche Batterien, die ich mit Taschenlampe futtern kann. Und der Leuchter. Das könnte nützlich sein, falls die Taschenlampe füttern. Ja, mit Batterien. Ja, ich. Ist deine Taschenlampe keine Batterien? Meine macht das immer. Das könnte nützlich sein, falls die Batterie in die Taschenlampe zu reingeht. Ich kann sie in meinem Inventar zugreifen oder auf der entsprechenden Tastenkürzel kriegen. Okay, das ist wirklich praktisch. Bei einem Laser hatten wir ja immer das Problem, dass die scheiß Laterne ausging. Und dann war es dunkel. Ja. Hier haben wir wirklich dieses Ding und das hält ewig. Also hier wird der Part nicht dunkel werden. Kann ich jetzt raus? Ja. Ist halt die Frage, wie sehr das Ding leuchtet. Noch während ich vom Boot stieg, um mir einen Weg durch den steinenden Schneeschuh zu bauen, wurde mir bewusst, dass mein bisheriges Leben einzig und allein vom Wunsch erfüllt war, mehr über meinen Vaters Vergangenheit zu erfahren, in Erfahrung zu kommen. Noch hatte ich keine Ahnung, was mich in Grönland erwarten würde. Doch bald würde sich all meine Bedenken als gerechtfertigt erweisen. Rückblickend kann ich nicht mehr genau sagen, ob ich als erstes die Orientierung oder den Mut verloren. An die Eiskälte und die Angst vom Erfrieren kann ich mich jedoch noch sehr gut erinnern. Ich musste irgendeinen Schutz suchen. Und zwar schnell. Ja. Oh, hell. Es ist so kalt. Ich weiß nicht mehr, wo ich mich befinde. Ich brauche eine sichere Zuflucht. Hoch, also Orange. Ja, gespeichert. Meine Ohren fühlen sich schon ganz taub an. Ich kann den Wind immer noch laut hören, wenn du weißt, das. Keine Ahnung. Was soll ist das? Egal, ich benötige wieder mir eine sichere Zukunft. Schaut aus wie zugeschnitten. Verdammt. Das habe ich mir notiert. Schön, dass du in der eisernen Kälte noch das sortieren kannst. Ja, notieren kannst. Ja. Ich brauche jetzt zum Aufschlagen des Eises. Ob ich einen Stein in den Wind nehmen kann? Da ist ein Plan. Ja, es hat den Plan. Kann man mal aufs Rechts. Ja, das weißt du schon. Stirb, Schloss! Schade, ich warte. Jetzt aber. Und jetzt kann ich auch aufdrehen. Noch nicht. Ich bin zu doof zum Drehen. Sollte es auch richtig packen. Ich bin wirklich zu doof zum Drehen. Ja, hallo? Komm. Das dreht sich wirklich nicht. Wie ein Zentimeter? Doch, da. Falls ihr das hört, dieses Kauen der Maus und das Drehen, das bin tatsächlich ich. Wie ich gerade versuche, verzweifelt das Ding hier aufzudrehen. Oh Schatz, ist das kompliziert hier. Da, dem Ding hier. Ist es offen? Nö. Das muss noch weiter gehen. Das geht noch weiter. Da hat's geleckt. Das geht noch weiter. Nein. Das geht aber auch nicht zurück. Da habe ich's doch auf. Hallo? Ey, ich will jetzt nicht schon am ersten Rätsel krepieren. Geh auf! Geh auf! Geht doch! Oh, ich kenn's so! Kleiner! Ja, nein, es ist immer Gewalt, ist keine Lösung! Wir echt nur Laden! Schön, geladen! Wir wollen jetzt einen Laden rein? Ja, wir gehen jetzt in einen Laden. Was glaubst du denn? Ja, wir gehen Herzen kaufen. Wenn das weiter so kompliziert geht, dann sehe ich jetzt schon schwarz. Das stimmt sogar. ich sehe was. Nicht am Ende des Tunnels. Okay. Hey, mein Kopf. Ein Wunder, dass ich diesen Sturz heil überlebt habe. Den Himmel sei Dank, obwohl, wenn ich mich recht im Sinne, konnte ich nicht lesen.
Jetzt sieht man auch den Nachteil von Glowstick und Taschenlampe. Glowstick ist drumherum, hat man bis weit weiter Entfernung. Ja, aber trotzdem werde ich ziemlich mit dem Glowstick umlaufen. Weil man sieht dennoch genug, oder? Was würdest du sagen? Und ich würde sagen, ab jetzt beginnt die richtige Geschichte. Ja, ich denke auch. Mal gucken, was ist das denn? Ein Leuchtsignal und. Cool, kannst du bestimmt. Dosenfisch. Kannst du bestimmt irgendwo hin schmeißen, wenn Licht kommt. Ich glaube, das wird nicht so praktisch sein, wenn irgendwelche Monster auftauchen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich. Weil dann heißt es nicht wie bei Star Wars, wir haben wieder Licht. Wir haben wieder Monster. Wir haben wieder Monster. Ein Metallregal. Ja, warum kann ich das so anziehen und umwerfen? Cool. Wenn da was ist? Ich fand's umwerfend. Kann ich auch mit dem hier nicht? Doch, kannst du. Das hölzerne Regal fällt langsam aber sicher auseinander. Ja. Kannst du mit dem auch machen. Dieses Loch wurde vor langer Zeit zugenagelt. Zugebrettert. Entschuldigung. Das Holz schaut aber ziemlich verrottet aus. Stein gegen werfen. Oder was anderes. Ja, ich werde dich mit dieser Dose töten. Okay, dann nicht. Ja, warum nehmen wir nicht den Hammer? Mal schauen, ich kann diesen Hammer schwingen, indem ich die Maus links gedrückt halte. Ich kann ausholen, indem ich die Maus nach rechts und nur wieder nach links bewege. Natürlich funktioniert das auch umgekehrt. Bewege ich die Maus nach hinten und schnell wieder nach vorne, führe ich einen Stoß aus. Cool, du kannst eine Waffe tragen. Ja, so ungefähr, aber die bringt nicht viel. Ich schätze, wenn ich Maus rechts gedrückt halte, kann ich mich umschauen, während ich eine Waffe in der Hand halte. Cool, du kannst Waffe tragen. Nee, du bist schlauer als Dings. Schlauer als Daniel? Ja. Was ist das denn? Kannst du ihm schauen. Ey, aber geil. Das habe ich jetzt gerade mal so rausgefunden. Ich glaube, das ist mit R oder so. Ich kann mir einfach... Hi. Oh, man, nicht schlecht. Zu weit entfernt. Ach, echt? Du bist ein Schlaumerker. So. Wir haben hier oben sogar ein Schnellleistenmenü. Da haue ich mir jetzt auch als erstes den Hammer rein. So. Was ist das denn? Hat die Batterie. Noch 59%. Ist ja scheiße, wenn ich die jetzt schon. Der Geisteszustand noch wieder angezeigt wird? Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Aber bevor ich jetzt da reingehe, ich gucke mich noch weiter um. Was ist denn hier mit der Tür zum Beispiel? Eine Holztür, hoffentlich nicht verschlossen. Nehmen wir mal den Hammer weg, weil er kann nicht zwei Sachen gleichzeitig dran und dann noch eine Tür öffnen. Er hat ja auch keine Füße. Sie klemmt oder irgendwas blockiert den Weg. Ja. Ja, was hat nicht schön an? Das ist wohl wahr. Die nehmen wir mit. Ich will was vorstellen, würde ich sagen. Das ist ziemlich gruselig, oder? Die Musik. Boah. Okay, hauen wir mal mit dem Hammer. Boah. Doch. Und trotzdem hau ich das. Sie muss gelernt sein, wieder. Geht doch. Ich pack mal den Hammer wieder weg. Hallo? Hallo? Boah. Toll ist es der, wenn wir so einen Kram hat. Ich hoffe nicht. Bitte Kinder. Okay. Das ist aber wirklich ein gutes Tunnelsystem hier. Ich glaube, davon da bist du gekommen. Von hier, ne? Ja. Nee. Nee? Wir wollen das. Jo. Jo. Bist du? Hoffentlich komme ich da wieder rein. Hi, was bist du? Das schaut wie eine Art Mechanismus mit einem Loch in der Mitte. Allerdings sehe ich keine Möglichkeiten, das Ding zu bedienen. Ich glaube, im Inventar ist auch nichts mehr. Ne, dafür brauchst du irgendwie einen Stab oder so. Oh, das hat gerade den Weg blockiert. Das hat die Tür blockiert. Meine Güte, ging die schwerfällig auf. Ja, ist nicht mit schnellen Türen und Tür auf zu wohl. Und so. Mami! Fuck! Egal was da unten ist, es ist laut. Cool, es wird blau, wenn du Angst hast. Nein, es wird blau, wenn ich mich nicht bewege und im Dunkeln bin. Okay. Versteckt bin. Falsches Licht. Mach mal das an. Was ist das? Weiß noch was. Eine Metallstange. Die da reinstecken kannst. Bestimmt, jetzt gehe ich aber trotzdem erstmal noch hier rein. Nochmal hier rein. Da gab es ja noch diesen anderen Weg.